Wenn Sie mich fragen würden, was ich mit Henkel verbinde, so wären das fröhliche Feste und sympathische Unterhaltungen. Menschen, die nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Dinge im Leben mit Eleganz feiern. Eine gute Zeit mit interessanten Personen aus aller Welt. Oder auch denen, die ich bereits kenne. Dieser Augenblick des Anstoßens und dann das Prickeln auf der Zunge. Und der verlässlich gute Geschmack von Henkel-Sekt, der den Moment noch einzigartiger macht. Das würde ich antworten. Jedoch gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Tradition, Wissen und Handwerkskunst und die Menschen hinter der Marke. Warum fragen wir also nicht einfach Sie, um mehr über Henkel zu erfahren? Der deutsche Sektmarkt ist tatsächlich der größte Schaumweinmarkt der Welt. Die Deutschen trinken sehr gerne Sekt und auch recht viel davon pro Kopf, ungefähr 4,5 Flaschen pro Jahr. Damit ist Sekt in Deutschland so etwas wie Affordable Luxury geworden. Das kleine bisschen des Besonderen, das sie in ihren Alltag integrieren können. Nun, Henkel kennt man natürlich jetzt allererstes Mal aus Deutschland. Die Marke gibt es hier seit über 150 Jahren. Sie ist in Deutschland seither eine der bekanntesten Sektmarken, aber, und das ist besonders, sie ist eben auch die meist exportierte Sektmarke Deutschlands. Bereits seit 1880 wird die Marke in alle Herren Länder exportiert. Heute wird Henkel in über 100 Ländern getrunken. Die Marke Henkel verfügt über ein breites Produktportfolio von vielen verschiedenen Geschmäckern, von Brut bis hin zu halbtrocken. Auch ein Blanc de Blanc, also ein rein aus weißen Trauben gewonnener Sekt, ist dabei und schmeckt wunderbar. Es gibt einen sehr schönen Rosé und, worauf wir besonders stolz sind, auch einen alkoholfreien Sekt, der sich geschmacklich kaum von seinem alkoholhaltigen Bruder unterscheidet. Die Marke ist aber auch eine sehr innovative Marke. Bereits 1930 kam sie mit einem Kleinflaschenformat, das damals das erste in der Kategorie Sekt war, und wurde Piccolo genannt. Dieser Piccolo hatte besonders nach der Weltwirtschaftskrise seinen großen Aufschwung, denn er ermöglichte es, für den kleinen Geldbeutel eine Qualität ohne jegliche Abstriche verfügbar zu machen. Und heute ist der Piccolo praktisch überhaupt nicht mehr aus der Sektlandschaft wegzudenken. Auch heute ist die Marke noch sehr innovativ und wir haben gerade in diesem Monat beispielsweise die Lizenzierung für die vegane Qualität von Henkel Trocken weltweit erwerben können. Was für mich wirklich faszinierend ist, ist, dass wir bei Henkel Trocken ein hohes Qualitätsniveau haben, das aber gleichzeitig nicht polarisiert. Das Produkt schmeckt vielen Menschen und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und das, obwohl die Geschmäcker doch sehr unterschiedlich sind. Denken Sie nur mal an die unterschiedlichen Speisen in Asien, verglichen mit Afrika oder Nordamerika. Aber überall dort ist trotzdem Henkel Trocken erfolgreich. Und er wird sowohl zum Essen getrunken, als auch, um besondere Momente ein bisschen besonderer zu machen. Konsistente Markenführung war für Henkel schon immer etwas Besonderes und etwas ganz besonders Wichtiges. 1898 war Henkel eine der ersten Marken, die in Deutschland in das Markenregister eingetragen wurden. Und bereits seitdem wurden auch die Grundsteine für die Markenzeichen der Marke gelegt. So war eine der ersten die französische Lilie, die Sie heute an verschiedenen Stellen auf der Flasche wiederfinden. Sie zeigt den Bezug zu Frankreich, wo seit jeher die Grundweine herkamen, und auch zur Stadt Wiesbaden, unsere Heimat. Denn auch im Wappen der Stadt Wiesbaden werden Sie die französische Lilie dreimal finden. Das zweite und heute im Vordergrund stehende Markenzeichen ist der rote Querstreifen auf dem Hals der Flasche, auch Red Ribbon genannt. Dieser Red Ribbon hatte ursprünglich schon eine ganz wichtige Bedeutung. Denn wenn die Flasche im Sektkühler an den Tisch gebracht wurde, dann war es nur oben dieser rote Streifen, den Sie am Flaschenhals erkennen konnten, wenn der Rest der Flasche verdeckt war. Bei der Kommunikation war es bereits zu Beginn der elegante Herr, der die Marke begleitete. Denn Henkel begann seine Internationalisierung mit den Diplomaten und den deutschen Geschäftsreisenden und folgte ihnen auf die ganze Welt nach. Der elegante Herr wurde deshalb auch häufig in der Werbung verwendet und ist bis heute ein Bestandteil der Kommunikation der Marke Henkel.
Der Grundstein der Marke Henkel wurde von Adam Henkel 1832 in Mainz am Rhein, also ganz unweit von hier, gelegt. Adam Henkel gründete eine Weinhandlung für französische Weine. Und er erkannte recht schnell, dass es in Deutschland einen wachsenden Bedarf und eine Begeisterung für Schaumweine, zu der Zeit einzigartig Champagner, gab. Um den zu befriedigen, reiste er nach Frankreich und er lernte von seinen französischen Lieferanten die Kunst der Sektherstellung. Und er begriff eine Sache recht schnell: Die Franzosen machen wunderbare Weine, aber die Deutschen sind sehr gut in der handwerklichen Kunst. Dieses ganze Verfahren war wunderbar erfolgreich und das schon 1856. Und 1907 platzte es aus allen Nähten. Also kam man hier auf die andere Rheinseite nach Wiesbaden und baute dieses wunderschöne Gebäude, unter dessen Marmorsaal wir uns jetzt gerade befinden. Hier wurde in dem siebten Keller angefangen, Wein und Sekt herzustellen, und von Keller zu Keller wurden die Produkte weiter gefertigt und ganz oben im Marmorsaal letztendlich verkauft. Und das war erfolgreich. 1907 wurde das Gebäude gebaut, 1909 bezogen und 1910 war man Marktführer in Deutschland. Und dieses wunderschöne Gebäude nutzen wir auch heute noch sehr gerne. Wir produzieren hier am Standort, wir arbeiten hier am Standort und wir empfangen natürlich auch unsere Gäste hier in der Marmorhalle. Als ich das erste Mal im Marmorsaal war, ja, war ich ehrlich gesagt sprachlos. Man ist fast demütig. Der Marmor, der große Kronleuchter, einfach alles. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und die gleiche Reaktion können wir auch immer wieder bei Gästen und Besuchern beobachten. Erstmal sind alle sprachlos, dann werden meistens die Handys gezückt und dann folgt das Ah und das Oh und das Wow. Schon seit jeher, also seit über 100 Jahren, empfangen wir Gäste aus aller Welt im Marmorsaal. Und hier starten zum Beispiel auch unsere Kellereiführungen mit jährlich 70.000 Besuchern. Und ja, getreu dem Motto Celebrate Life finden auch ganzjährig viele Events im Marmorsaal statt. Da fällt mir gleich unsere Henkel Sektnacht ein, denn jedes Jahr im Oktober zur Zeitumstellung verwandelt sich der Marmorsaal in einen Riesenclub mit DJs, Live-Musik, tollem Essen, prickelnden Getränken. Bis zu 800 Leute tanzen die ganze Nacht. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und der Marmorsaal bietet aber auch tolle Räumlichkeiten für klassische Events, wie zum Beispiel unsere Konzerte. Unsere Konzertsaison ist jedes Jahr von November bis Februar. Dort unterstützen wir junge Künstler, die gerade am Aufstreben sind. Darüber hinaus fällt mir da auch unser Henkel-Sekttag ein. Auch jedes Jahr am 1. Mai-Wochenende ist der Sekttag das erste Open-Air-Festival in Wiesbaden. Indoor und Outdoor. Wir empfangen bis zu 10.000 Besuchern bei gutem Wetter und öffnen einfach unsere Türen für alle. Vom Marmorsaal gelangt man 7 Stockwerke tief in den Adamkeller, benannt nach dem Gründer Adam Henkel. Und der ist 15 Meter tief unter der Erde, weil früher war das Grundstück eine Kiesgrube und dann hat man gleich den Keller gebaut. Und dort lagerten früher die stillen Weine, bevor sie bei uns in der Kellerei zu Sekt veredelt wurden. Und das ist wirklich sehr imposant, sich das mal anzuschauen, denn dort sieht man, wie die 200.000 Liter Holzfässer an der Wand eingelassen sind. Damals lagerten dort 10 Millionen Liter Stillwein. Heutzutage sind wir umgestiegen auf geschmacksneutrale Edelstahlfässer und lagern bis zu 70 Millionen Liter hier am Standort. Die Sektherstellung findet heutzutage zu über 90% bei Sektkellereien statt. Ausnahmen sind natürlich auch Winzergenossenschaften und Weingüter. Sekt definiert sich als Qualitätsschaumwein aus Deutschland. Der Sekt wird gewonnen über eine zweite Gärung, indem man Hefe und Zucker zusetzt. Diese dauert in der Regel 6 bis 9 Monate. Und nach dieser Reifezeit wird der Sekt dann filtriert und ist abfüllbereit. Für Sekt gibt es 3 Herstellungsmethoden. Das erste ist die Tankgärung, wie es Henkel zu 95% betreibt. Die zweite Methode ist die Flaschengärung und die dritte Methode ist das Transvasierverfahren, das aus der Flaschengärung hervorgeht. Bei der Tankgärung ist der Vorteil, man kann sehr große Mengen herstellen. Bei der Flaschengärung ist dann eher die Kleinchargigkeit hervorzuheben. Die Produktion von Henkel zeichnet sich heutzutage dadurch aus, dass wir mit sehr verlässlichen Partnern
in Europa zusammenarbeiten, von denen wir unsere Sektgrundweine beziehen oder auch Weine. Darüber hinaus, dass wir hochmoderne Anlagen im Betrieb haben, gepaart mit traditioneller Handwerkskunst. Die Sekte lagern bei ca. 70 Millionen Liter in Edelstahlfässern. Für die Abfüllung sind verschiedene Produktionsschritte notwendig. Am Anfang werden die Flaschen mit einem Rinser ausgerinst, mit einer Desinfektionsflüssigkeit, die dann nachher wieder mit Frischwasser herausgespült wird. Nach diesem Vorgang beginnt das Füllen im Gegendruck, damit wir keine Kohlensäure verlieren. Die gefüllten Flaschen werden dann verschlossen mit Naturkorken oder mit Polystopfen. Dieser Stopfen muss dann gesichert werden mit einer Agraffe. Danach werden die Flaschen außen gewaschen und werden mit Etiketten und Kapseln ausgestattet. Bevor sie dann in Kartonagen verpackt werden und palettiert werden. Die Apfellinie hat ca. eine Leistung von 15.000 Flaschen die Stunde, sodass wir in einer Schicht ca. 75.000, 80.000 Flaschen produzieren können. Der Geschmack von Henkel Trocken ist das Ziel unserer aller Arbeit, die Qualität gleichbleibend über Jahrgänge hinweg zu garantieren und dies unseren Kunden auch so zu präsentieren. Das Cuvée Henkel Trocken setzt sich aus insgesamt 4 Rebsorten zusammen, wobei die wichtigste Rebsorte die Sorte Chardonnay ist. Die einzelnen Grundweine verschiedenen Charakters führen dann dazu, dass diese Weine fruchtiger, filigraner und edler wirken. Mit leicht grünlichen, strohgelben Reflexen zeigt er seine Frische schon im Blick. In der Nase zeigt er Zitrus-, Apfel- und Birnenaromen. Im Geschmack sind deutlich diese Geschmacksnoten auch wieder zu erkennen. Am Gaumen zeigt er auch eine adrette Säure, gefolgt von einem begleitend guten Restsüßewert von ca. 22 Gramm pro Liter. Der Alkohol von 11,5 Volumenprozent zeigt sich sehr geschmeidig und lässt den Sekt sehr rund im Gaumen spielen. Henkels Versprechen für Sektgenießende der ganzen Welt ist es, gleichbleibend hohe Qualitäten über die Jahrgänge hinweg zu produzieren. Egal, ob Sie sich in Österreich, Kanada oder Australien befinden, man kann sich immer auf die Qualität von Henkel Trocken verlassen. Hier von diesem Standort aus beginnt Henkel seine Reise in die ganze Welt. Der meistexportierte deutsche Sekt verlässt Deutschland mit dem Flugzeug, mit dem Schiff und kommt nach Afrika, nach China, nach Australien und nach Nordamerika. Und das hat er seit seiner Gründung bereits mehr als 1 Milliarde Mal gemacht. Also, Henkel ist nicht nur ein wunderbar prickelnder Sekt zum Anstoßen. Nein, Henkel steht für fast 170 Jahre Kompetenz, Leidenschaft und Handwerkskunst. Wo moderne Technik auf langjährige Tradition trifft, um verlässlich einen hochwertigen Sekt zu kreieren. Ein Qualitätsschaumwein, der nicht nur fester Bestandteil der deutschen Kultur geworden ist, sondern auch weltweit geschätzt wird. Der typische Henkel-Geschmack überwindet Grenzen und vereint Menschen aus aller Welt. Ein Sekt für die eleganten Momente im Leben. Henkel. So prickelnd kann trocken sein.